Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ransrater und ich spiele nochmal eine kleine Runde Far Sky. Ich habe jetzt wieder neu angefangen, weil ich habe ja irgendwie alles verloren und so. Und das war alles ziemlich doof und blau und blub. Und jetzt dachte ich mir, komm, ich skippe mal den Anfang, fange nochmal neu an. Und jetzt gucke ich einfach mal, meine Kartoffeln kochen da gerade noch, was ich jetzt hier so machen kann. Also ich habe 25 Eisen, 15 brauche ich. Und ich werde jetzt erstmal so einen Weapon-Workshop hier basteln. So, jetzt habe ich das Teil und den stellen wir jetzt einfach mal hier hin. So, ab jetzt ist alles für mich Neuland. Was haben wir denn jetzt hier? Einen Speer. Okay, da sagte der Hordeck, da braucht man eine Harpune für. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie baue ich mir eine scheiß Harpune, ne? Vielleicht gibt es hier noch so eine andere Werkbank, die das dann baut irgendwie. Building Workshop, ja, höchstwahrscheinlich irgendwie sowas davon. Ja, wie gesagt, oder wie im ersten Teil gesagt, ich habe mich noch nicht so mit diesem Spiel befasst, immer noch nicht. Ja, keine Ahnung, ich werde es wahrscheinlich so Learning by Doing machen, boah, diese Grafik und so, das ist alles richtig cool. Ja, so, ich habe jetzt hier gerade nämlich gesehen, es gibt hier ziemlich viele Schatztruhen und da ich noch nie in so ein Ding reingeguckt habe, werde ich jetzt einfach mal gucken, was es da so gibt. Hör auf zu erzählen, blödes Unterwasser-Ding. So, eine Schatztruhe. Okay, was haben wir jetzt hier Tolles drin? Alles klar, ich nehme einfach erstmal alles mit. Ich habe keine Ahnung. So, dann schauen wir uns die hier an. So, was haben wir hier? Kupfer und Gold. Cool. Das hört sich doch schon mal recht vielversprechend an. Und hier haben wir noch eine Schatztruhe. So. Na. Und wieder so ein Zeug. Hey, geil. Energy Gedöns. Red Bull. Nein, Spaß. Ich glaube, das hier ist Iron, oder? Ja, tatsächlich. Dann können wir ja hier mal unseren Extractor hinpacken. Boah, cool. Weil der zieht wohl so Sachen aus dem Felsen. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie viel der so rauszieht pro Minute oder so. Ich kann ja hier auch schon mal versuchen oder anfangen wieder abzubauen, damit ich gleich noch Sachen bauen kann. Hey, wie gesagt, wenn ihr das Spiel schon ein bisschen länger zockt und so und ich mich hier blöd anstelle, dann echt sorry, aber ich habe dafür jetzt einfach nicht so die Geduld, mir das jetzt irgendwie alles wieder so anzueignen. Das habe ich einmal gemacht mit Minecraft, da habe ich nie wieder Lust drauf. Und bei Minecraft hat es auch spätestens bei den Redstone-Sachen aufgehört, ey. Da war es nicht mehr Minecraft für mich, aber da hat ja jeder seine eigene Meinung. So, ich bringe jetzt mal die ganze Scheiße wieder zurück. Und dann, ach guck mal, hinten ist noch eine Schatztruhe. Habe ich hier noch Platz? Oh ja, locker, viel Platz. Kann ich ja nochmal eben kurz gucken gehen. Ich hoffe ja, dass die Entwickler irgendwann sagen, hey, Multiplayer, machen wir rein. Der Alex hat es sich auch gekauft und wir würden es halt wirklich richtig gerne zusammen zocken irgendwie. Aber geht nicht, weil kein Multiplayer. So, jetzt bringe ich mal so ein bisschen was hier weg. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg, um irgendwas zu looten. Los, geh da hoch. Ey, fuck. Kopf gehauen an der Leiter, ey. So eine Scheiße. So, da sind wir. Dann packe ich jetzt hier so ein paar Sachen rein. Ne, hier will ich dran. Oh, da habe ich jetzt die Truhe hier so ein bisschen zugebaut, wa? So. Dann packen wir das Gold mal hier rein und das mal hier rein und das, keine Ahnung, das lasse ich jetzt einfach erstmal hier unten. Glaswall, okay. Und nochmal Glas. Und ich habe, wie gesagt, überhaupt gar keine Ahnung, wie ich das alles mache. Hier ist Boden, wahrscheinlich kann ich jetzt gleich schön mein Haus erweitern oder so. Fisch, cool, Fisch. Plant Pot, ah, so ein Pflanzendings, Umtopf, Gedöns, Krams, Scheiß. Green Bean, oh, das können wir doch hier eigentlich direkt mal mit dazu pflanzen, oder? So, ist ja eigentlich ganz lecker hier so. Ein paar grüne Bohnen da rein. So. Gepflanzt. Schön. Ja, ja. Was wollte ich? Achso, ich wollte mich wieder auf den Weg machen. Was ist eigentlich, ich muss mal kurz da hinten hin. Ich will mal irgendwas gucken. Weil ich glaube, ich kann jetzt dieses Ding da hinten reparieren. Ich hoffe, das liegt jetzt hier nicht wieder irgendwie auf dem Meeresgrund, aber ne, ich glaube, da komme ich so hin. So. Ich habe nämlich jetzt hier diese Energy-Scheiße. So. Okay, jetzt habe ich hier so einen lustigen Druiden.
Was kann ich denn auf E rufen? Ja, hi. Open, Left Shift, Sleep Mode, okay. Open. Ach, wie cool. Das ist ja geil. Und Sleep Mode. Und E, Wake Up. Okay, also da haben sich die Entwickler echt ein paar Gedanken gemacht. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. So, mal gucken hier, was mein Extractor macht. So, E. 16 Stück nur? Ja, der wird seinem Namen aber nicht gerecht, ey. Hört sich ja cooler an, als er ist, der Extractor. Ja, mach mal weiter, Kollege. So, dann gehe ich jetzt noch so ein paar Möbelstücke bauen. Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Und dann werde ich mich echt mal in dieses Spiel so ein bisschen reinfuchsen müssen, glaube ich. Ey, ich werde wohl nicht drum herum kommen. So, ihr dürft mir auch gerne Tipps in den Kommentaren geben. Gerne, gerne. Dann, je weniger ich selber lesen muss, ne? Also ich muss die Kommentare zwar auch lesen, aber ich denke mal, ihr verfasst es dann relativ kurz. So, erstmal hier so ein Building-Ding. Haben wir. So. Ich habe ja noch viel, viel mehr Iron. Dann können wir eigentlich doch direkt alles bauen hier, oder? So, das hier auch noch. So, warte, machen wir mal so. Dann kann ich hier gleich alle direkt hier irgendwo hinpacken. Da habe ich denn jetzt? Das habe ich. Equipment. Weapon habe ich schon. Das nehmen wir auch noch direkt. Ja. Okay, so. Zack. 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 Ja, so langsam... Ach, guck mal, da ist mein Droide, ey, da draußen. Meine Drohne. So langsam nimmt meine Bude auch Gestalt an. Achso, meine Kartoffeln sind fertig, ne? Da könnte ich ja echt mal was essen hier, ey. Ich habe keine Kohle mehr. Ich bin blank. wo habe ich das jetzt? So, und dann Eat. Hunger 18%, Hunger 0. Okay, ja, cool. Ist ja ganz geil mit den Kartoffeln hier. Was machen denn meine grünen Dinger? Sie wachsen, ist ja geil. So, was kann ich jetzt hier Tolles machen? Oh, hier kann ich Extractor bauen. Overpowered Extractor, ja, wenn der demnächst nicht verspricht. ja, was sein Name so zum Ausdruck bringt. Hier kann ich eine neue Basis bauen, Alter? Okay, eine Lampe. Lampe ist ja cool. Das machen wir, oder? Ja, komm, ihr habt noch genug hier, ey. Lampe. So, zack. Das heißt, in diesem Gebiet hier möchte ich höchstwahrscheinlich demnächst ein bisschen abbauen. Dann stelle ich mir hier die Lampe hin. Vielleicht bin ich dann auch geschützt vor Angreifern. Vor Jägern. Wenn es Nacht wird. So, was ist das hier? Ist das Gold oder? Jo, geil. Hier ist ja Gold. Och, das ging ja viel, viel schneller. Kann ich jetzt meine Lampe auch wieder ausmachen? Oder abbauen? Nö, aber ich glaube, das könnte relativ hübsch hier sogar werden, wenn hier dann irgendwann alles schön beleuchtet ist. Ich weiß ja nicht, wie die Lichteffekte so sind nachts. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. So, jetzt habe ich Gold. Jetzt, ich könnte mir jetzt einen Boden bauen und noch eine neue Leiter. Okay, krasse Scheiße. Was kann man hier Tolles machen? Okay. Okay. Okay, hier kann man sich ja richtig geile Scheiße noch mitbauen, ey. Ohne Witz, das ist ja richtig cool. Ja, okay. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man hier so ein bisschen abbaut und wie man hier so rumschwimmt. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich eine Drohne habe. Ich denke mal, das ist doch schon wieder relativ interessant gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn da hinten noch? Da schwimme ich jetzt nochmal eben kurz hin und guck mir das mal an, da. Was das für ein Haufen Dreck ist. Für ein riesiger Haufen Unterwasserkacke. Und, das war's dann aber auch wieder. Ah, ich erahne etwas. Kann ich das so abbauen? Tatsächlich Kohle, Alter. Wie geil. Das ist ja cool. Ich weiß gar nicht, ob die Quellen hier unerschöpflich sind. Weil es wird ja hier auf jeden Fall irgendwie nicht weniger. Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ey. Boah, ist das schade, dass das nicht im Multiplayer geht, ehrlich. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal wieder 25 Kohle. Ja. Geil. Es macht Spaß. Es fesselt einen auf jeden Fall. Ziemlich cool. Dieses Spiel ist ein Bondage-Porno. Es fesselt jemanden. Gehst du bitte weg? Oh, Gesichtstrompete, Alter. Scheiß Hammerhai, ey. So hässliche Kackdinger. Unglaublich. So,
Alles klar, meine Freunde. Dann eventuell bis zum nächsten Mal. Gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock dran hattet. Was? Wenn ihr Bock drauf habt und Spaß dran hattet. So rum. Ansonsten eben halt nicht. Ist mir eigentlich auch scheißegal. So, bis dann, ne? Haut da rein. Tschüss.